Hallo, hallo. Grüße, Grüße. Du, herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Heute sprechen wir über die Schicksalswahl. Schon wieder. Über die schockierenden Wahlergebnisse. So schockierend, dass du deine Kappe vergessen hast. Nee, ich habe mir die Haare schön gemacht, deswegen. Ach so, okay. Nee, das habe ich natürlich gesehen. Dass die Spitzen schneiden müssen. Ja, das habe ich hier. Ich habe irgendwie so einen Stift noch. fast durchgebrochener Stift. Ja. Auch aus Schock vor der Schicksalswahl. Jo. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Könnt ihr mal einmal sagen, wieso der Sound und so Bild und so weiter ist. Weil gerade mal wieder mit neuem PC am Start probieren hier, weil wir mit dem alten wieder Probleme hatten. Aber scheint ja alles gut zu sein. Und wir starten mit dem Geburtstagskind. Denn Joshua hatte Geburtstag und natürlich bin ich nicht unvorbereitet. Und das schließt auch sehr gut an den letzten Stream an. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Lieber Joshua, herzlichen Glückwunsch. Es ist sogar der. Das ist ja geil. Das ist sogar der mit den langen Zähnen, ne? Der hatte auch so Vampirzähne. Wer am letzten Mal dabei war, weiß, okay. Was los ist. Ja. Dankeschön. Das ergreift mich sehr. Ja. Vereint. Ja. Es ist. Ja, danke schön, Leute. Das macht mich sehr glücklich. Ja, ist das jetzt der genau aus dem AfD-Ding? Oder er sitzt auf jeden Fall sehr ähnlich, oder? Also ich finde ihn sehr schön, sagen wir so. Ich würde ja sagen, dass das Freudentränen sind, aber ich habe das Gefühl, es ist eine allergische Reaktion bei mir. Der Totenkopf? Oder irgendwas auf jeden Fall. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es genau der. Oh Gott. Jetzt mal will ich ihn in die Hand nehmen. Ich glaube, es ist tatsächlich genau der von dem Video. Wow. Oh mein Gott. Oh. Was zur Hölle? Hä? Meine Augen sind richtig rot. Ja. Ne? Oh. Hä, was geht? Ich weiß nicht, ob es wirklich der Aschenbecher ist. Das kann ja nicht sein, oder? Ich bin ja nicht der Allergiker von uns beiden. Naja, der wird auf jeden Fall dann, wenn wir hinter uns so ein bisschen noch aufgepeppt haben, nach meinem Umzug, dann werden wir denen auf jeden Fall einen Ehrenplatz geben. Ja. So, Leute. Ich glaube, es ist wirklich genau der. Das ist ja mega krass. Und oh. Darfst du ihn jetzt nie wieder anfassen. Darf man nur von Weiben gutachten. Dann auch Grüße zurück, Jakob. Ja. Und ja, wir nehmen uns heute die Wahl vor mal wieder. Haben wir ja schon gesagt. Und würde ich sagen, bei dir wieder alles gut? Ja, ich komme mal nicht auf den Aschenbecher. Er guckt uns jetzt an und wacht über unseren Stream. Hast du ihn eigentlich irgendwo real gekauft oder aus dem Internet? Also ich habe ihn jetzt tatsächlich bei Idiots gekauft. Das ist so ein Punk-Metal-Laden. Da war so ein Punker mit nur einem Arm. Also jetzt kein Scheiß. Der Verkäufer hatte nur einen Arm. So irgendwie skurril halt, weil... Das klingt echt wie so eine Geschichte. Nee, wirklich. Und der hat dann den auf so einer Ecke rausgeholt. Irgendwie aus so einer Vitrine. So ganz unten links in der Ecke hatten die diesen Totenkopf. Echt? Ja. So ein Einzelnen? Ein Einzelnen. Und das ist jetzt der. Und das ist... Ja, wir wissen auf jeden Fall, wo der andere gelandet ist. Ja. Okay, dann gucken wir mal rein. Das wundert euch nicht wegen dem Bild. Das muss ich nochmal anpassen. Das ist heute nicht so schick wie sonst. Unser Bildausschnitt. Kannst ja ranzoomen. Könnte ich theoretisch machen, ja. Da haben wir, glaube ich, die Ergebnisse vielleicht ein bisschen präsenter.
Oder meinst du jetzt uns? Nee, ich meinte die Ergebnisse. Genau, und wir gucken uns das Ganze mal an. Das sind auf jeden Fall die Ergebnisse, die habt ihr ja auch wahrscheinlich schon intensiv verfolgt, für Deutschland. Wir gucken uns das jetzt so ein bisschen Deutschland und dann auch auf europäischer Ebene ein bisschen an. Und naja, wie das, denke ich mal, zu erwarten war, hat hier die AfD deutlich zugelegt. Was mich auf jeden Fall überrascht hat, war, wie krass die Grünen abgefuckt wurden. Und ja, BSW ist sicherlich auch noch eine spannende Angelegenheit, dass sie ordentlich, so wie das auch ja schon anzunehmen war, aber es ist ja immer so ein bisschen so, ja, wie viel werden sie jetzt am Ende des Tages dann wirklich bekommen? Auch ein sehr starkes Ergebnis. War ja auch, glaube ich, so historisch einmalig, dass aus dem Stand eine Partei direkt über 6% bekommt. Ja, also auf jeden Fall direkt bei der ersten Wahl. Genau. Ich meine, du hast ja schon so Wahlüberraschungen auch gehabt, die sich in so einem ähnlichen Spektrum abgespielt haben, auch immer wieder mit rechten Parteien. Hier finde ich, ist es ganz spannend, weil es ja nochmal so eine ganz andere Lücke jetzt füllt. Ja. BSW. Also diese, das meinte ich ja auch schon ein paar Mal, ich glaube echt, dass so eine Kombination aus so einem eher so rebellisch-nationalistischem Auftreten mit sozialdemokratischer Grundlage eigentlich echt richtig viel zu bieten hat. So. Auch auf Bundesebene dann später. Ja, ihr könnt einfach auch allgemein eure Gedanken reinschreiben, was ihr so haltet von der Wahl und was euch da interessiert, worüber wir reden sollen, weil wir gehen das auch jetzt ganz locker an, haben da jetzt keine großen Gedanken uns gemacht. Ja, Fosco, das ist natürlich auch die Sache, die man sich dann fragt, immer bei solchen Veränderungen, wie genau sich das dann zusammensetzt, weil es gibt ja auch immer, also es wurde ja jetzt beispielsweise beim BSW dann auch gesagt, die hätten sich eben hauptsächlich aus ehemaligen linken Wählern gespeist, was ich eben nicht glaube. Ich denke mal, dass es auch einige Leute gibt, die Grüne so halb überzeugt gewählt haben, einfach auch um so ein bisschen irgendwie vielleicht mit Veränderung im Hintergrund und dann zur AfD abgewandert sind, als sie dann gesehen haben, was jetzt Grüne in Regierungsverantwortung bedeuten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die meisten sind, die dann darüber gegangen sind. Okay, wo ist das mit dem dritten Weg, Steff, also so die Region? Wäre interessant zu wissen, weil das ist auch ganz interessant, dass jetzt zumindest bei uns halt, ist das halt echt krass, wie mit der Heimat, also der Nazi-Partei, also der expliziten Nazi-Partei, da die sind halt komplett abgekackt bei uns und spielen in Dortmund halt wirklich, die haben jetzt 220 Stimmen bekommen oder so auf Dortmund-Ebene und das ist nur noch ein Viertel oder sogar noch weniger von dem, was es 2019 alle rechten Parteien, alle Nazi-Parteien zusammengenommen gab. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, die waren noch nicht mal zusammen angetreten. Bei NPD, 2019? Genau, nee. Also wenn man alles zusammennimmt, haben die maximal noch ein Viertel der Stimmen von vor 5 Jahren. Das war halt sehr schön zu sehen. Oberspreewald und Heimat? Genau, die Heimat ist die NPD. Ja. Ja, genau, die Heimat ist aus der NPD hervorgegangen. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass starke Dortmunder Nazi-Szene vor bei Die Rechte organisiert war. Was ja auch so ein bisschen war, dass, also die haben ja auch damals versucht, als es das Verbot eben von der Kameradschaftsstruktur hier gab, auch zur NPD zu gehen, aber die NPD wollte sie tatsächlich nicht. Und die Rechte haben eben dafür dann hier die lokalen Aktivisten genommen, was auch echt erstaunlich war, weil das der Partei Die Rechte eigentlich ja ihre fast gesamte Relevanz verliehen hat. Also es gab auch ein paar andere Lokalstrukturen, die noch ein bisschen stärker waren. Aber es war schon eigentlich die ganze Zeit so, dass die Rechte
dann auch eine Nazi-Partei war, die eigentlich hier in Dortmund beheimatet war mit ihrer gesamten Relevanz, abgesehen von ein, zwei anderen Führungskadern. Ja, welche Folgen hat die EU-Wahl für die anarchistische Bewegung? Also aus dem Stegreif würde ich sagen, zwei, eine hoffentlich, eine schlimmerweise. Also die eine ist auf jeden Fall die Entwicklung, dass ich mir hoffe, auch generell von der allgemeinen radikalen Linken, dass es jetzt endlich dazu kommt, dass es ein klareres Bewusstsein darüber gibt, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir uns wieder in eine Opposition zu diesem System stellen und halt unsere Hoffnung nicht darauf setzen, jetzt halt irgendwie im Bündnis mit der gesamten, mit dem gesamten bürgerlichen Parteienspektrum irgendwie die AfD zu verhindern. Das erhoffe ich mir davon, weil das muss man einfach sehen, und das ist auch meine zentrale Aussage, das hatte ich dann auch in der Story und so, die ein bisschen rumging, auch verlautbart, wie zentral das eben ist, dass es halt dieses Verständnis gibt, weil das einfach, dass man jetzt halt wirklich sieht, okay, es funktioniert halt nicht auf diesem Weg. Also die AfD lässt sich halt auf Dauer einfach nicht darüber verhindern, dass alle sagen, komm, wählt halt nicht die bösen Nazis, dies, das. Wir machen hier ein bürgerliches Bündnis zusammen gegen die, und die linksradikale Szene beschränkt sich dann darauf, irgendwie AfD-Wahlplakate kaputt zu machen, und das ist dann der Beitrag. Das ist das eine, was ich mir erhoffe. Und das zweite, was halt natürlich zu befürchten ist, ist, dass dadurch, dass jetzt die AfD, das kann man hier vielleicht auch nochmal schön in dieser Grafik sehen, das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, also in Ostdeutschland so massive Gewinne jetzt hat und größtenteils die stärkste Kraft ist, wird es halt für unsere Genossinnen in Ostdeutschland halt jetzt die Lokalwahlen so schwer, wie es befürchtet ist. Also ich glaube nicht, dass es nochmal irgendeine Wende gibt, weil wir haben jetzt ja alle Skandale durchgehabt, die es irgendwie nur geben kann. Also außer jetzt kommt, keine Ahnung, Alice Weidel irgendwie schläft halt in Hitler-Unterwäsche oder so. Vielleicht ändert das nochmal was. Aber ich glaube jetzt halt, wir haben ja schon wirklich die absurdesten Sachen jetzt halt im Kontext der AfD und an Skandalen da erlebt. Deswegen glaube ich halt nicht, dass sich das noch verhindern lässt. Und deswegen wird das halt für unsere ostdeutschen Genossinnen sehr massive Auswirkungen haben, denke ich. Und da müssen wir halt einfach zusammenstehen. Aber gleichzeitig halt, das lässt sich natürlich aus unserer Perspektive leicht sagen, aber halt nicht den Kopf in den Sand zu setzen, sondern wie wir das ja immer mit der AfD gesagt haben, auch, dass es halt eine neue Kampfphase ist, die nicht bedeutet, dass jetzt höchstwahrscheinlich der Faschismus in Ostdeutschland ausbricht, nur weil die AfD dort an die Macht kommt. Ja, tut er halt nicht. Genau, ja, tut ja. Halt nicht. Nicht nur nicht wahrscheinlich, sondern es tut er halt nicht. Ja. Ja, das ist auch immer eine schöne Idee, mit, dass die Leute sich dann irgendwie jetzt da nicht mehr von verzaubern lassen. Ich glaube tatsächlich, dass es auch immer eher einen gegenseitigen Effekt hat, von desto mehr die AfD zulegt und desto weniger der Bann gebrochen ist, von was jetzt eigentlich eine AfD macht, bedeutet. Ich glaube, bis dahin ist das halt Wunschdenken. Also, ja, das hatte ich auch schon, glaube ich, vorgeschlagen bekommen mit dem Plötzlich Volkspartei. Und ich glaube tatsächlich, dass das Einzige ist, was wirklich, also ich weiß, dass es in der Linken irgendwie ein absolutes Sakrileg, das zu sagen, weil ich glaube, die Linke wird erst aus ihrer Trance aufwachen, was die AfD angeht, wenn es dann irgendwie mal eine Landesregierung oder so in der Koalition mit der AfD gibt. Also wenn sie einfach auch wirklich, oder wenn sie die stärkste Kraft irgendwo in einem Bundesland wird und man dann merkt, warte mal, da werden schon natürlich einige Sachen beschissener, aber es wird jetzt nicht das tatsächliche Morgen alles irgendwie den Bach runtergeht. Und das ist halt, muss man halt auch sagen, mit rechten Kräften den Vorteil, den vielleicht andere Länder dahingehend haben, dass die Leute nicht mehr die massive Angst davor haben, was jetzt passieren wird, wenn diese Partei gewählt wird, sodass sie wirklich direkt jedem hinterherrennen, der eine Alternative dazu anbietet und der denen sagt, jetzt müssen wir alle hier zusammenstehen, lasst euch mal bitte auch für meinen Wahlkampf, für meine Interessen einspannen. Und das andere ist halt, was auch schon, glaube ich, hier angesprochen wurde, mit dem BSW-Ergebnis. Das zeigt uns halt, dass, glaube ich, auch bei aller Problematik um die Figur Sarah Wagenknecht und bei aller Problematik auch um
das, was sie inhaltlich anbietet. Hm. Gerade natürlich auch nochmal in Verbindung mit der Migrationskritik, die sie formuliert. Ist es trotzdem auch so, dass es uns das zeigt, dass es immer noch ein, also auch in den Zustimmungswerten, dieses riesige Potenzial dafür gibt, dass Leute auch dazu bereit sind, eine immer noch als teilweise linksradikale Kraft in manchen bürgerlichen Medien verschriene Partei halt so viel Zustimmung zu geben und auch so viel Vertrauen zu geben, dass sich da drin dann eben diese, muss man ja einfach sagen, in fast allen Fragen widerstrebenden Meinungen jetzt drin sammeln im BSW. Und ich glaube schon, dass uns das auch ein bisschen Hoffnung geben kann von, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns irgendwie dem BSW angleichen oder so, sondern es geht darum, dass es trotzdem zeigt, da sind immer noch so viele Sachen offen, gerade wenn wir die soziale Frage wieder in den Vordergrund rücken. Da kann man so viel eigentlich auch aus unserer Perspektive herausholen. So, und das zeigt auch, was das BSW eigentlich immer zeigt, ist, dass es so viele Leute gibt, die sich genau eigentlich diese rebellische Haltung gegen die aktuelle Regierung wünschen, aber gleichzeitig eben auch die soziale Frage, Friedenspolitik, ganz voranstellen. Ja. Und ich glaube, das ist genau eigentlich das, wo wir eigentlich drangehen müssen und was wir aufgreifen müssen inhaltlich. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich die einzigen zwei Themen, wo wir wirklich auch nochmal mit spannenden Meinungen und spannenden Sachen bestimmen, den Diskurs bestimmen könnten. Vielleicht ja, bestimmen ist ein großes Wort, aber wo wir uns überhaupt wieder relevant einmischen können. Weil wir werden nicht irgendwie Mehrheiten in diesem Land über beispielsweise die Haltung der radikalen Linken zur Migration finden. Das wird nicht sein, dass wir damit ankommen und dann sagen die Leute, ja geil, darauf habe ich jetzt echt gewartet. Weil ich glaube, dass das zwei Themen sind, wo es halt wirklich funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass das ist, was das BSW zeigt. Ja, und insofern hat mir das, glaube ich, auch gefragt, sprechen wir ganz klar, halt gegen eine Volksfront tun wir immer. Also eine Volksfront mit den bürgerlichen Parteien, ne? Weil natürlich ist es okay und richtig, halt auch ab und zu mit halt irgendwelchen regierungsnahen Kräften da halt mal punktuell, wenn es sich halt ergibt, halt irgendwas Sinnvolles zu bewirken. Das geht ja nicht darum, dann halt zu sagen, jetzt jeder, der jetzt irgendwie bei den Grünen rumläuft, ist halt irgendwie mein Todfeind und ich will halt dem nicht mehr die Hand geben oder so. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, ja, halt nicht mehr seine Kräfte darauf zu fokussieren. Nicht mehr die Kräfte darauf zu fokussieren, jetzt die ganze Zeit mit den bürgerlichen Parteien und so weiter halt da irgendwie gegen die AfD vorzugehen. Sondern es geht darum, wenn wir gegen die AfD vorgehen, dann das halt aus einer eigenen Perspektive heraus zu machen, die halt auch sich überlegt, wie kann man halt entweder Strukturen von denen wirklich so nachhaltig schädigen, dass es wirklich hier vorankommen erschwert, oder halt probieren halt AfD-Wähler dann auch zu erreichen mit eigenen Positionen, dass man halt wieder, weil, wie gesagt, das sind selbstverständlich nicht alles irgendwelche Nazis und so, wie wir das halt schon tausendmal gesagt haben, also muss es auch um Strategien gehen, wie wir die halt erreichen können und wie wir uns explizit dann auch gegen diese bürgerliche Propaganda uns stellen sollten, die halt eben sagt, das sind ja alles Nazis und so weiter und so fort, so wie es auch große Teile der linksradikalen Szene tun. Und dann halt als drittes, wie wir das immer so schön sagen, halt den eigenen Strukturaufbau zu fokussieren und eigene revolutionäre Alternativen aufzubauen und sich ganz klar in die Opposition zu diesem System zu stellen und zu all diesen Fragen, wo die AfD halt punkten kann, halt eine eigene Position halt zu entwickeln und sich nicht einfach vor den Karren der Regierung spannen lassen. So mit halt Corona, mit Ukraine, mit Gaza etc. Da müssen wir ganz, ganz klar sein. Nur dann haben wir überhaupt eine Chance, irgendeine dritte Kraft da halt zu bilden aus dieser Misere. Ja, Steph, das ist ja auch die Sache. So, wer von den etablierten Parteien soll das denn großartig machen? Also klar, natürlich macht die Linke das auch. Die spricht auch darüber, dass die AfD, ich glaube, sie sagen jetzt immer neoliberal, so, weiß ich gar nicht, ob ich die
Das ist aber meistens irgendwie so eine leere Worthülse, wie Leute heutzutage Neoliberalismus verwenden. Aber ja, sonst ist halt das, worüber sich dann selbst noch eine Union von der AfD halt stark abgrenzen kann, wäre halt Thema Migration, wäre halt Thema Russland. Und natürlich fokussieren die dann da eher drauf, als dass sie auf die Sozialpolitik der AfD gehen. Ja, und Weltraumanarcho, dass eine AfD an der Regierung was an der Ideologie der Leute ändern kann, das glaubst du nicht. Da wäre halt die Frage, wovon wir jetzt genau sprechen. Weil ich würde halt tatsächlich sagen, dass es schon so ist, dass eine AfD an der Regierung was an der Ideologie der radikalen Linken zu der Frage, was eine AfD an der Regierung bedeuten wird, ändern kann. Da bin ich der festen Überzeugung von. Ändert das jetzt maßgeblich was an der Ideologie der Leute, die sie wählen? Das ist eine andere Frage, was es aber auf jeden Fall, da bin ich mir recht sicher tun wird, ist, dass es bei einer ersten AfD-Regierung schon alleine daher, dass aktuell sehr, sehr viele Leute von denen, die jetzt noch da drin sind, keine erfahrenen Berufspolitiker im Amt sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die AfD doch einen oder anderen Mist so staatlich bauen würden und dass es da dann einfach auch Effekt wieder in die andere Richtung geben wird. Ja. So wie wir das immer haben eigentlich mit, zumindest jetzt in Deutschland, was die Schwankung zwischen Union, SPD, Grüne und FDP angeht. Und kann es auch immer sein, dass auf einmal eine Partei im staatlichen Sinne eine richtig gute Arbeit leistet. Und es könnte theoretisch auch sein, dass eine AfD-Koalition auf einmal so gute Arbeit leistet, dass sie wiedergewählt wird, aber das glaube ich nicht. Und ich meine, das ist halt auch die Sache, von der Bundeskoalition sind wir sowieso immer noch so ewig weit entfernt, aber das geht ja da auch wirklich eher darum, dass es unsere Kritik an dieser ganzen Brandmauer-Geschichte ist, die betrieben wird, dass das einfach durch eben dieses konstante Halten der AfD in der Oppositionsrolle tatsächlich dazu führt, dass sie weiterhin einfach dieses Monopol auf die Oppositionshaltung hält. Und das ist dann schon was sich faktisch verändern würde in dem Moment, wo sie an die Macht kommen. Wie gesagt, niemand will das, wir natürlich auch nicht. Aber trotzdem würde das auch, denke ich, um da nochmal drauf einzugehen, Weltraumanarcho, mit dem, ob das halt für die Menschen, die AfD wählen, was verändern würde. Viele würden dann halt auch tatsächlich sehen, dass auch mit der AfD sich halt nichts grundsätzlich verändert. Und würden dann halt auch bei der nächsten Wahlperiode halt wieder irgendwas anderes wählen. Dann halt vielleicht BSW oder was auch immer. Mhm. Weil so läuft es halt im parlamentarischen Geschäft einfach. So, früher war es halt so, dass sich dann halt immer die großen Parteien abgewechselt haben. Da war es aber ja auch noch so, dass halt zum Beispiel man SPD und CDU voneinander unterscheiden konnte. Das kannst du ja jetzt halt kaum noch. So, oder dann gab es halt dann immer so Newcomer wie jetzt die Grünen. Oder es gab ja auch mal eine Phase mit Die Linke bzw. PDS, wo die dann halt mit der SPD auch damit koaliert haben und solchen Sachen. Das sind ja dann immer diese Phasen, wo dann halt so Parteien aufkommen. Auf Bundesebene? Nicht auf Bundesebene, aber in Ostdeutschland zum Beispiel. Hm. Ja, und dann ist es ja so, dass dann halt diese Parteien aufkommen, mal was Neues, dann werden die halt gewählt und dann sehen die Leute, okay, verändert sich halt trotzdem nichts grundsätzlich. Klar wird es halt nur zu einer größeren Verelendung kommen durch die AfD. Natürlich werden sich die Maßnahmen, die jetzt halt die CDU und SPD und die Grünen und die FDP und wie sie alle heißen, die jetzt in den letzten Jahren Regierungsverantwortung hatten, wird sich das alles noch weiter dramatisieren. Aber wie das ja jetzt auch schon Eats Pizza, not Drugs geschrieben hat, ist es ja so, dass auch die bürgerlichen Parteien ja die ganze Zeit eine rechte Politik halt machen, gerade auch um dann vermeintlich die AfD in Schach zu halten oder deren Wählerpotenzial abzugreifen. So, das ist ja eine Dynamik, in der befinden wir uns ja schon seit Jahren. Das soll halt nicht das komplett bagatellisieren mit der AfD, aber man muss es halt schon realistisch einschätzen, dass es jetzt halt auch nicht dazu führen wird, dass alle Ausländer aus Deutschland ausgewiesen werden, wenn die AfD an die Macht kommt, so wie das halt irgendwie auf dieser Martin-Sellner-Konferenz halt gesagt wurde. Ja, und selbst da haben die ja nicht gesagt, dass alle Ausländer irgendwie ausgewiesen werden sollen.
ja, hier noch Kommentar zu kommunaler Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist tatsächlich auch was, was wir in der AfD-Folge besprochen haben. Da hatte ich mich auch mal in, ich glaube, das war das Kommunalpolitik-Wiki oder so. Könnt ihr gerne nochmal in die Quellenliste von der AfD-Folge gucken. Da wurde das so aktuell gehalten, was es alles für mögliche Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Und es ist tatsächlich auch so, wie es hier geschrieben wurde, dass das einfach eine Realität ist, quer durch alle Parteien. Das, aber auch ehrlich gesagt, muss ich sagen, tut mir leid, Leute, jetzt sowas, was ich, was mich aber echt nicht so sehr interessiert, ob jetzt auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammengearbeitet wird, da ich sowieso einfach von dem, der ganzen Strategie hinter dieser Brandmauerpolitik jetzt nicht viel halte und das auch nicht irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird eben zu so einem sakralen Element gemacht und daran wird dann irgendwie dargestellt, solange diese Brandmauer hält, gibt es in Deutschland keine rassistische oder asoziale Politik. Ja, dann verkommt es halt wirklich zu so einem, einfach zu so einer Heiligsprechung von dieser Brandmauer. Und die andere Sache ist die mit BSW. Also tatsächlich kann ich dazu sagen, dass ich auch ein, ich meine, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine auch, dass ich mir mal ein längeres Interview von Wagenknecht in einem konservativen Medium angehört hatte, wo sie so ihre Position dargestellt hat. Und ich meine auch, dass sie davon gesprochen hat, dass sie sich das gut vorstellen könnte, auf einer kommunalen Ebene mit der AfD zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie so skandalös, dass eh Realität ist und dass sich da dann auch häufig um so Sachen handelt, wie AfD möchte einen Kreisverkehr mit 3 Zebrastreifen statt 2. Was halten die anderen davon? Ja, genau, da wirst du auch, glaube ich, alle, die in Kommunalpolitik halt arbeiten, auch fragen können, das funktioniert halt auch nur begrenzt, sonst lähmt das halt so eine lokale Verwaltung. Aber Nightmare. Vor allem in Ostdeutschland. Ja, ja. 40% AfDler da sitzen hast. Nein, es wird kein beschissener Kreisverkehr gebaut. Aber Nightmare, zu dem, was du, ich glaube, da verstehst du uns ein bisschen falsch. Also uns geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, ja geil, lass auf jeden Fall die AfD überall gewinnen. Die sollen halt so schön, schön halt ihre Dreckspolitik halt machen und halt einfach noch repressiver halt gegen Ausländer und was weiß ich halt vorgehen. Und dann wachen die Leute auf und dann haben wir Weltrevolution. Also das ist nicht der Gedanke. Sondern es ist halt einfach, denke ich, es ist ja nicht mehr aufzuhalten. Also es ist ja nicht mehr aufzuhalten, dass die AfD in Regierungsbeteiligung kommt. Zumindest in Ostdeutschland. In Ostdeutschland wird das ja passieren. Und deswegen ist es ja jetzt ohnehin eine Frage, wie geht man halt damit um? Und was wir einfach nur gesagt haben, ist, dass anders als das die meisten Linken sagen, dass dann irgendwie der Faschismus ausbricht, wenn die AfD irgendwo an die Macht kommt, weil die ja echt davon ausgehen, das sind alles Nazis oder so, dann, dass wir halt gesagt haben, nee, das ist halt eine klar rechte Partei, die halt, wenn sie an die Macht kommt, nicht den Faschismus ausrufen wird, sie wird aber nur zu einer Verschlechterung der Lage führen, aber sie wird auch sich korrumpieren und halt von ihren eigenen Forderungen und Ansätzen noch teilweise zurückweichen. Das erlebt man doch jetzt schon. Umso näher die der Macht kommen, umso zahmer werden die doch auch. Also klar, in manchen Verlautbarungen mit irgendwelchen, wie diesem Kral oder so, mit irgendwelchen Irren, die dann da halt auch da rumlaufen, haben halt nicht. Aber wenn man sich dann halt da mal die ganzen Nazis anguckt, die ganzen deutschen Nazis, danke dir, dann muss man doch auch sehen, so viele hassen halt die AfD halt von den deutschen Nazis, weil die halt sagen so, guckt euch doch mal an, was die machen. Die machen ja gar keine Nazi-Politik. So, die sind ja total zahm und es wird halt immer schlimmer, was die für Kompromisse machen und was die halt mittragen und so weiter und so fort. Und das ist sehr vergleichbar mit dem, was wir halt an linken Parlamentarismus und Reformismus halt kritisieren, gibt es ja bei den Rechten auch eben. Ne? Ja. Ich glaube, was man immer bei diesen ganzen, also was man bei parlamentarischen Veränderungen immer bedenken muss, ist, dass sie halt auch einfach durch die staatlichen Umstände getrieben werden, die sie vorfinden, die von außen auf sie einwirken, einfach wie die Situation sich auf dem Weltmarkt
und auch in der Geopolitik verändert, da müssen die halt drauf reagieren. Und natürlich gibt es da einen großen Spielraum, in dem, wie man das verändern kann. Aber diese Grundbedingungen, die will ja niemand von denen angreifen. Ja. Und auch die AfD, die hätte ja wirklich nur die Möglichkeit, solche Sachen wie dann, das ist halt immer das Problem, ne? Man kann ja die Angst, die es darum gibt, dann verstehen, aber so Sachen, wie man jetzt auch hier mit der Remigrationskonferenz dann immer da angesprochen hat, das sind halt so Dinge, die funktionieren halt auch einfach nur in der Drastik, wie es dann von der radikalen Linken dargestellt wird, wenn die AfD diktatorisch durchregieren könnte. Aber es möchte sie ja nicht. So, das sind ja am Ende des Tages alles überzeugte Parlamentarier. Und natürlich gibt es dann auch so Figuren da drin wie Höcke, wo ich sagen würde, ja, auch nach der Lektüre des Buches, da kannst du halt schon auf jeden Fall so ordentlich antiparlamentarische Tendenzen drin sehen und auch schon eher so einen Hang zu einem faschistischen Regierungsmodell. Aber am Ende des Tages die Leute, die wirklich richtig tonangebend in der Partei sind und die auch tonangebender werden, desto näher die, wie du gesagt hast, ne, der Regierungsverantwortung kommen, das werden halt die richtig überzeugten Parlamentarier sein. Ja, und das ist natürlich dann auch, was man tatsächlich sagen kann, sind dann so die Fragen, was ist denn mit Polen, mit der Peace? So, was ist denn mit Trump und den Änderungen, die dann nachhaltig gemacht werden? Und zu einem gewissen Grad gibt es dann natürlich auch Sachen, wo man sagen kann, natürlich wird die AfD ihre Spur hinterlassen. Keine Frage, das macht ja jede Partei. Und die werden auch rechte Strukturen, konservative Strukturen mit Geldern stärken. Genauso wie es aktuell ist, wurde ja hier schon gesagt, ui, was ist denn jetzt aber mit, wenn es eine AfD-Regierung kommt, mit den ganzen Geldern für linke Räume oder linksradikale Strukturen? Das ist ja nun mal eine Realität, ne? Ja. Das ist ja auch was, wo man in der radikalen Linken nicht drüber gerne spricht, dass man eigentlich sehr stark in das, was der Staat Zivilgesellschaft schimpft, eingebunden ist, was er sich dann auch natürlich zunutze macht. Gegen beispielsweise jetzt von den Regierungsparteien die AfD. Ist ja kein Wunder, dass da auch so viel Sachen, das ist ja keine Verschwörungstheorie, dass das auch massiv einfach laufen gelassen wird und unterstützt wird, wenn Linke sich gegen die AfD wenden, weil es ja nun mal einfach auch in das Narrativ, was man selber hat, reinpasst. Und die AfD wird genau das Gleiche machen. Die, natürlich heulen die jetzt die ganze Zeit rum, dass das so furchtbar ist. Und dann decken sie immer ganz skandalös auf, dass irgendwie antifaschistische Organisationen hinter Tupfing irgendwo in Ostdeutschland, was weiß ich, mit irgendeinem Demokratieförderungsscheiß dann unterstützt wurde. Aber natürlich werden sie genau dasselbe machen. Und das ist natürlich auch, jede Regierung hat Nachwirkung. Aber wir werden nicht Zustände hier wie in Polen oder noch besser wie in Ungarn irgendwie bekommen, dass sich das in dem Maß verfestigen kann. Weil das sind einfach ganz andere Grundbedingungen, die hier herrschen und eine ganz andere Staatsaufbau. Und dann kommen wir auch wieder genau die Sachen mit Zivilgesellschaft und noch anderen Gewalten, die einfach im Staat herrschen, die da eben dann auch was mit zu sagen haben. Und gerade wenn man sich auch in Deutschland so die großen Monopole anschaut und die ganzen Unternehmerverbände, die haben ja nochmal eine ganz andere Position, als die AfD das hat. Die sind sich ja eigentlich sehr einig, dass sie eben deutlich mehr Migration. Danke dir, Josh. Ja, also es geht ja, und da haben wir ja wirklich schon oft darüber geredet, einfach nur darum, dass das Ganze halt vernünftig einzuordnen und vernünftig realistisch zu betrachten, damit wir wirklich wissen, was kommt auf uns zu und was eben nicht. So. Und es ist ja einfach eine unfassbare Falschdarstellung, dass, wenn wir jetzt halt sagen, ah ja, die werden halt parlamentarisch eingehegt, dass dann Leute sagen, ja, aber das war doch mit der NSDAP auch so. Da wurde ja auch von den Demokraten gesagt, ja, die kriegen wir schon klein mit dem parlamentarischen Alltag. Die kriegen wir schon irgendwie kontrolliert. Das ist doch die gleiche Argumentation. Ja, aber das ist halt einfach nicht die gleiche Situation. Und auch die NSDAP ist, wie gesagt, nicht die AfD. Das heißt, es muss ja um die grundsätzlichen Annahmen gehen, die grundsätzlichen politischen Annahmen, die man dazu macht und was man halt da denkt, was da halt daraus erfolgt. Und darum geht es ja, das einfach das Realistische zu betrachten, das nicht zu verharmlosen. Und jede Situation, wo halt jetzt Rechte an der Macht waren, egal ob USA oder Brasilien oder Polen, die war ja auch immer anders.
Das kann man, man konnte auch nie sagen, ja, das, es gab immer Parallelen natürlich, aber es gab auch immer wieder andere Verläufe und andere Situationen. Und das Wichtigste finde ich eben, dass halt in diesen drei Ländern, es gibt natürlich noch weitere, wo das noch nicht passiert ist, es eben dann auch einfach wieder einen Regierungswechsel gab und es jetzt halt auch wieder dann liberale, demokratische Machthaber gibt. So. Und das meinen wir einfach damit. Die Kampfbedingungen verändern sich und man muss halt eine andere Analyse an diese Gesellschaft dann halt haben. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass jetzt in dem Zeitraum, wo wir halt immer noch in die, von halt den bürgerlichen, demokratischen Parteien halt regiert werden, dass wir dann halt dagegen auch vor allen Dingen vorgehen. Dass wir uns dagegen vor allen Dingen in Opposition stellen und nicht die ganze Zeit nur hinter der AfD herlaufen. Und wenn die AfD an der Macht ist, dann werden wir uns natürlich vor allen Dingen gegen die AfD stellen und vor allen Dingen in Opposition zur AfD-Politik sein und dann halt eben weniger auf der Politik oder der Oppositionsarbeit von den Grünen und so weiter halt rumhacken. Das ist auch eigentlich klar, dass man als Revolutionäre sich immer vor allen Dingen gegen die stellt, die halt eben in der Machtposition sind, auch die Dinge zu verändern und zu bewegen. Also zumindest dachte ich, dass es klar wäre, ist es natürlich leider nicht mehr. Das ist auch recht. Wenn Leute echt mit diesem NSDAP-Vergleich kommen, das ist halt wirklich so eine Sache, da werde ich richtig fauchig, ne? Also wirklich, da kriege ich richtig schlechte Laune, wenn... Ja. Da will ich aber gar nicht, weil haben wir auch vorher schon angesprochen, haben wir auch ein bisschen gefasst. Für mich verhält sich das auch immer mit dieser Frage, gucke ich jetzt eher auf die AfD, gucke ich auf die aktuelle Regierung? Das hat für mich eigentlich ganz stark auch so diesen Charakter von der Hauptfeind steht im eigenen Land. Beschäftige ich mich wirklich zuerst mit der Regierung, die mich jetzt aktuell regiert, oder gucke ich immer ins Ausland und sage, ja, aber was ist denn, wenn jetzt die Regierung hier geschwächt wird, wenn dann irgendwie der Puttler kommt? Oder auch, wenn wir uns das in einem Land anschauen, wo dann auch häufig gesagt wird, ja, aber was kritisiert ihr denn jetzt hier den amerikanischen Imperialismus, der da drauf zugreift? Wenigstens hat er noch irgendwie demokratisierende Elemente, weil der Chinese, der steht ja auch schon da und der will ja eigentlich auch Einfluss darauf nehmen. Sollten wir dann nicht jetzt vielleicht eher stattdessen eher auf den Chinesen gucken, anstatt irgendwie auf den Amerikaner, der wenigstens noch ein bisschen demokratisch darauf einwirkt? Es hat für mich genau das Gleiche, wenn dann immer hier jetzt gesagt wird, wo die AfD noch gar nicht die Machtposition hat, Gesellschaft so zu verändern, wie sie sich das wünscht, Staat so zu lenken, wie sie sich das wünscht, während andere das machen, dann zu sagen, ja, gucken wir lieber auf die. Und wie gesagt, das hat auch was damit zu tun, einfach mit diesen verknöcherten und altbackenen Antifa-Strukturen, denen wirklich einfach die Nazis auf der Straße ausgegangen sind, die jetzt mit einem anderen rechten Phänomen konfrontiert sind, was auf einmal wieder eine Massenbasis aufbaut, die aber wirklich noch gedanklich und in ihren Aktionsformen und in ihrer Analyse irgendwo zwischen Mitte der 90er und Ende der 2000er, der Nullerjahre hängen geblieben sind. Was anderes, was ich nochmal wichtig finde zu betrachten, um davon mal weiterzukommen, ist nochmal die Grünen. Weil, ja, minus 8,6%, und wenn man sich das auch auf einer Europaebene anguckt, minus 18% für die Grünen Parteien so auf einer Europaebene. So, die einzigen, die ja noch mehr abgelost haben, sind jetzt halt hier die Liberalen, minus 23%. Das ist halt abgefahren und das zeigt halt nochmal, was wir auch ja auch immer gesagt haben, dass halt diese Umweltpolitik von oben, die ist einfach total zum Scheitern verurteilt, weil diese Maßnahmen, die dann halt die grünen Parteien versuchen zu ergreifen, um halt gegen den Klimawandel vorzugehen, die halt mit massiven Einschnitten vor allen Dingen für das Individuum und für die breiten Massen halt verbunden sind, die sorgen für enorme Ablehnung in der Bevölkerung. Weil diese Bevormundung und diese, also was halt so empfunden wird, teilweise real, teilweise nicht real, das ist einfach was du nicht Schlimmeres machen kannst als eine Regierung. Eine Regierung funktioniert ja eigentlich immer besser, wenn sie sich möglichst raushält, wenn die Leute eigentlich nichts damit zu tun haben, so Merkel-like, wo die Leute einfach so dachten, ja, das läuft halt irgendwie so seinen Gang. Und halt eine Regierung, die du wirklich in deinem Alltag merkst, und zwar materiell, dass sie dir schadet
und die einfach dir das halt verkauft mit irgendwelchen hehren Zielen, dass man irgendwie auf was auch immer vorsorgen müsse, die sorgt halt einfach dann sehr schnell für eine große Ablehnung bei der breiten Masse und kann halt nur noch dann bei jetzt halt den besser gestellten bürgerlichen oder reichen Teilen der Bevölkerung halt punkten, weil die können halt auch ein bisschen was abgeben. Und das bedeutet halt einfach nochmal ganz klar gesagt, dass halt eine ökologische Veränderung kann halt nur von unten passieren und kann halt nur zu Kosten der Konzerne und der Reichen passieren. So. Und das ist ja auch das einzig Richtige. Das ist ja einfach nur eine Fortsetzung von dieser scheiß Konsumkritikhaltung, die dann halt auf einer Regierungsebene fortgetrieben wird, dass jetzt halt alle die Zeche zu zahlen haben für eine Situation, die halt die Reichen und Konzerne verursacht haben. Natürlich ist es auch richtig, bestimmte Veränderungen in der Gesellschaft anzugehen, die wovon wir auch alle dann halt tangiert sind. Aber da gibt es ja auch ganz viele Sachen, jetzt zum Beispiel den Nahverkehr auszubauen oder meinetwegen auch sowas wie E-Mobilität oder so voranzutreiben oder sowas. Das ist ja dann auch was, das kann man ja auch machen und das ist ja dann auch was, wovon halt viele auch von profitieren können. Aber vor allen Dingen die Veränderungen müssen doch bei den Konzernen, bei den Reichen passieren. So. Sonst wird halt das nur dazu führen, dass halt die Menschen aufgebracht werden gegen die ökologische Wende, die es braucht. Ja, da stimme ich natürlich zu. Aber ich glaube tatsächlich, es wäre schön, wenn es so wäre, dass es das ist, was sich da abzeichnet. Ich glaube, da sind zwei andere Sachen, die ganz stark bei diesem Blick auf vor allem bei uns die Grünen halt mitwirken, neben genau dieser Frage. Und das sind eben einfach veränderte Haltungen zu Migration und das sind veränderte Haltungen generell zu so Fragen rund um Identität und da vor allem Geschlecht, die sich da auch niederschlagen. Weil wenn das wäre, dann könnte man ja wirklich sagen, okay, wir müssen einfach nur eine andere ökologische Politik anbieten. Aber ich glaube, das sind halt zwei Fragen, wo sich einfach ganz offensichtlich, und das sieht man auch, online sich niederschlagen, aber das sieht man auch in Umfragen statistisch bei den Leuten, dass das halt einfach Sachen sind, wo wir einfach wirklich schlechte Sachen den Leuten anzubieten haben. So. Und ich glaube, das ist halt das, wo es echt sehr fragwürdig wird, wie man beispielsweise in so Fragen rund um Migration beispielsweise da noch Leute richtig rumreißen kann aktuell. Ja, also ich wollte jetzt nicht darstellen, dass das der einzige Grund ist, warum jetzt die Grünen so abkacken. Ne, das ist ja immer eine Verbindung aus Gründen, aber ich glaube schon, dass das ein Aspekt ist, weil das waren ja schon mit diesem ganzen Heizungsthema und alles, weil das waren ja schon große Themen. Ne? Nee, auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, dass das nicht ein großer Grund war, aber ich glaube, da die Grünen stehen halt einfach repräsentativ aktuell, weil ich meine, über die Linke muss man nicht mehr reden. Die sind auf dem besten Weg dazu, halt Kleinstpartei zu werden. Die Grünen sind halt einfach das Sinnbild aktuell für die meisten Leute, für all das, was sie auch eigentlich der radikalen Linken attestieren. Und da ist Klima natürlich eine große Frage, aber da ist Identität und Migration mindestens genauso groß, wenn nicht sogar, wenn man sich Migration anschaut, eine noch größere. Also was ich jetzt ausgeführt habe zum Thema Klima, gilt ja dann genauso in den Themen auch. Also zum Beispiel die Frage der Identität ist ja auch eine, die die Leute ja genauso als von oben herab und auch zu Recht von oben herab, also dass sie es zu Recht kritisieren, halt aufdiktiert finden. Genauso wie sie es halt zu Recht kritisieren bei den, was ich halt gerade ausgeführt habe, bei der Umweltgeschichte. Also dass halt es halt diverse Maßnahmen gibt, zum Beispiel bei Arbeitsstellen, dass dann halt plötzlich halt gegendert wird, ohne dass das halt die Belegschaft irgendwie nachvollziehen kann oder einen eigenen Bewusstseinsschritt dazu macht, als Beispiel. Und dann sich Leute halt fragen, ja, was soll das denn jetzt? Wir haben halt ganz andere Probleme. Oder halt irgendwelche Formulare noch komplizierter werden oder durch und was weiß ich. Das ist unabhängig davon, was wir selber jetzt dazu denken, sondern es ist halt diese Politik von oben
nach unten, die halt auch natürlich in dem Thema und auch in der Migrationsfrage und allen Fragen dann halt praktiziert wird. Und deswegen sind ja auch die Grünen, ist es auch da halt sehr schwierig, halt ist es auch gerade, finde ich, dann halt für auch eine feministische Perspektive wichtig, dass man selbst, wenn die Grünen in einzelnen Punkten, wie jetzt halt Anpassung vom TSG zum Beispiel, da ja halt auch Veränderungen halt erzielt hat, muss man ja trotzdem sich halt fragen, okay, trotzdem muss man sich doch auch in Opposition halt darzustellen und halt sagen, ja gut, das so, es geht uns halt nicht jetzt hier irgendwie nur um Repräsentation oder so, dass jetzt halt auch irgendwie ist zunächst halt queere Bosse und Parteichefs gibt oder so, sondern dass es halt darum geht, dass zum Beispiel eine konkrete materielle Gleichheit halt zwischen den Menschen halt hergestellt wird, als Beispiel. Also da muss man ja auch eine Oppositionshaltung zu aufbauen. Ja, also, ne, das haben wir auch schon ein paar Mal zu solchen Sachen gesagt, dass wir da eigene Antworten drauf finden müssen und was Eigenes vorgeben, aber ich glaube, nur ganz kurz, Nightmare, das ist so. Also ich habe das von mehreren Kolleginnen halt gehört in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, dass sie dann halt, darüber dann halt, dass diese Maßnahmen gab und sie dann halt in so eine Zwickmühle geraten sind, weil die dann halt gewerkschaftlich in Bereichen organisiert sind, wo es dann halt diese neuen Maßgaben gibt und sie das eigentlich ja gut finden, dass es dann halt mehr Inklusion und mehr so sprachliche Gleichberechtigungsversuche gibt, aber sie dann halt die einzigen waren als Linke, die das halt gut fanden und alle anderen im Betrieb das halt absolut abgelehnt haben und total darüber abgekotzt haben, dann ist auch die Frage, wie positionierst du dich jetzt als Linker dazu, der halt gewerkschaftlich organisiert in so einem Betrieb, was machst du denn da? Da bist du auch in der Zwickmühle, stellst dich jetzt halt alleine dahin und sagst so, ja, ich bin da voll dafür, was der Boss sagt, dass wir da jetzt halt mehr, dass die Inklusion halt durchsetzen müssen. Danke dir, Envy. Ja, das ist in manchen, also seltener große Konzerne, die das machen, gibt es ein paar, bietet halt Vorteile so in der Messung dann, wie progressiv ein Unternehmen ist. So, da gibt es ja auch unterschiedliche, weißt du, so je nachdem, wie gemessen wird mit so ESG, Sachen oder so, wo man dann am Ende gucken kann, hat einen guten Score irgendwie bei Diversität und Achten von Identität, feministisch recht weit oben. So, das wird schon gemacht. Aber vor allem eher so staatlich finanzierte Sachen oder im akademischen Betrieb hast du es ganz oft, dass das real so ist mit den betrieblichen Vorgaben. Wo ich halt ein Problem bei dem Ganzen drin sehe, ist, dass das natürlich immer eine schöne Sache ist, die wir anbieten kann den Leuten. Wir wollen nicht, dass euch von oben dieses oder jenes dann dafür aufgezwungen wird. Aber ich glaube, dass ganz viele von den Leuten, dass man hin und wieder dieses Ressentiment aufgreifen kann von ich möchte nicht, dass die Regierung sich einmischt und ach toll, ihr als libertäre Sozialisten, als Anarchisten, ihr seid ja auch dafür, ist eine gute Sache, ja, finde ich gut, da können wir uns drauf einigen. Aber ganz häufig wollen die Leute ja trotzdem, dass was anderes von oben vorgegeben wird. Mhm. So, und das ist ja auch die Sache, sowohl wenn es dann um Verbote und Gebote in der Klimafrage geht, ist das ja genau das Gleiche, was sie auch bei Verboten und Geboten in den Fragen von Identität wollen, Verbote und Gebote in den Fragen von Migration, so. Die haben ja ganz häufig ein Alternativprogramm für die Regierung, wie es eigentlich laufen müsste. Und die organisieren sich ja nicht primär darüber, das machen sie dann vielleicht mit uns, das machen sie vielleicht mit dir, sodass sie dann sagen, ja, eine gute Sache, da stehen wir alle gemeinsam gegen irgendwie, dass das jetzt von oben auf oktroyiert wird. Aber ganz häufig wollen sie ja tatsächlich einfach eine andere Sache, die da gemacht wird. Mhm. Und es gibt halt auch so Sachen, wie beispielsweise aber da muss man mit dem Gendern, wenn Linke und Linke schreiben sich das ja massiv auf die Fahne, wenn sie das wollen, das funktioniert halt auch auf einer betrieblichen Ebene. Ja, nur so. Es wäre halt schön, natürlich könnte man sich vorstellen, irgendwie progressive Rechte werden von unten von der Belegschaft
erkämpft, aber das ist ja einfach aktuell nicht die Realität, in der wir uns befinden. Genau, aber das ist unabhängig davon, ob es die Realität ist oder nicht, ist es doch trotzdem halt die primäre Position. Und ich glaube schon, dass es halt im Kontext von betrieblichen Kämpfen, um dabei zu bleiben, dass man da schon eine damit eine Alternative aufstellen kann und den Leuten auch sagen kann dann in so einem konkreten Konflikt, wenn man speziell im Betrieb schon verankert ist, nee, lass uns doch halt jetzt, anstatt uns daran abzuarbeiten, an so einem Punkt, dann doch wirklich um materielle Verbesserungen halt kämpfen. Ich glaube schon, dass man, das ist ja unsere primäre Politik halt zu sagen, dass es hoffnungslos wird, das würde nichts bringen, dann geben wir das ja auf. Und da bin ich ganz fest der Überzeugung, dass es halt denkbar ist, dass es auch funktioniert, dass man darüber halt dann auch im Betrieb halt entsprechenden Unmut und so weiter auch wieder kanalisieren kann und in eine vernünftige Richtung lenken kann. Ja, man muss halt, glaube ich, bei diesen ganzen Sachen sich mal wirklich jetzt auch gescheite Reformschritte überlegen, für die man eintreten kann, die den Leuten halt auch anbieten kann. Weil das ist halt auch bei diesen ganzen Sachen einfach die Problematik, dass sowohl bei Klima, ja, das ist auch immer natürlich schön, wie man das dann im Allgemeinen fasst, was man den Leuten dann da erzählt von einfach, ne, irgendwie die Konzerne sollen das tragen und das ist erstmal ein guter Schritt, aber es geht dann wirklich auch um Sachen, dass wir da konkretere Dinge anbieten und das müssen wir halt auch bei den anderen Sachen, das müssen wir halt auch genauso, auch wenn es hart ist und ganz doll wehtut, auch bei Fragen von Migration beispielsweise, da muss den Leuten auch irgendwie was anbieten können, wo sie dann vielleicht sagen, ja, das wäre vielleicht erstmal ein guter Reformschritt, wie man damit umgehen könnte. Und das ist halt immer das Traurige bei Reformschritten, dass sie eben natürlich dann auch Teile von dem aktuellen, von der aktuellen schlechten Einrichtung der Welt mit einbeziehen. Aber anders geht's halt bei diesen ganzen Sachen nicht. Und dauerhaft wird man halt die Leute auch nicht damit abholen, dass man versucht, dann immer reine Oppositionshaltung in einer bestimmten Frage einfach aufzusaugen und sich dagegen zu stehen, ohne einen klaren Zwischenschritt zwischen utopischer Forderung und einfach nur aktuelle Opposition zu machen. Das will ich dir jetzt nicht vorwerfen. Ja. Ne? Ich glaube, das ist nur wirklich wichtig, dabei zu bedenken, abseits von immer eben dem Idealzustand, der angestrebt wird und dem einfach jetzt in der aktuellen Opposition stehen und sich dann diesen Idealzustand auf die Fahne schreiben. Absolut. Da muss den Leuten da was angeboten werden. Und ich weiß, Linke machen das vor allem gerne bei antifaschistischen Kämpfen. Linke machen das vor allem gerne bei gewerkschaftlichen Kämpfen, weil da ist es erstens recht unkontrovers und da ist es auch sehr einfach, Reformschritte sich vorzustellen. Aber wenn es dann um, sagen wir mal, wirklich strukturelle Fragen im Jetzt geht, wie man die erkämpfen könnte, die nicht einfach nur ein Verteidigungskampf gegen Verschlechterung der aktuellen Situation sind, da zieht man sich halt raus, einmal, weil man natürlich überhaupt häufig nicht die geistigen Kapazitäten dazu hat, weil man sich nicht mit der Materie auskennt und zum anderen natürlich auch, weil das einfach recht unbequem ist. Ja, mein Kosmos, klar, kannst du alles fragen, was du willst. Ja. Speziell jetzt gerade zu dem Thema, weil wenn es davon abführt, dann werden wir vielleicht nicht drauf eingehen. Okay, lass uns dann nochmal auf die große EU-Ebene gucken. Da waren ja vor allen Dingen, das habe ich jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber besonders relevant fand ich jetzt halt tatsächlich in Frankreich, dass Macron jetzt einfach mal die Regierung aufgelöst hat. Das fand ich schon abgefahren, muss ich sagen. Also das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Und das zeigt dann halt, dass es auf jeden Fall, ja, selbst bei so einer Wahl, wo man jetzt erstmal sagt, okay, dieses EU-Parlament, das ist halt an und für sich eh nicht so bedeutsam, kann eh nicht so viel entscheiden, aber dass dann halt doch jemand wie Macron, der dann jetzt einfach gesagt hat, okay, wenn ich jetzt halt so stark abgelost habe in dieser Wahl, ist das ja ein Stimmungsbarometer genau für halt die nächste Wahl. Und er dann jetzt halt gesagt hat, okay, jetzt muss ich halt aufs Ganze gehen, auf die ganze Offensive gehen, um halt überhaupt noch eine Chance halt zu haben, wieder an die Macht zu kommen und jetzt halt diesen Schritt so zu gehen. Das zeigt dann halt schon, dass es dann halt bedeutsam ist und deswegen, ja, erwarten uns mal wieder heiße Wochen, denke ich, in Frankreich, was da jetzt alles so passieren wird. Und das wird auch, denke ich, sehr spannend, weil was jetzt halt passiert, wenn die Rechtspopulisten dann an die Macht kommen und so, wie sich das entwickeln wird, weil anders als in Deutschland haben wir ja in Frankreich eine noch sehr breit organisierte, sehr stark, natürlich nicht
jetzt irgendwie kurz vor einer Revolution stehenden, aber noch eine sehr starke Linke, die auch gewerkschaftlich verankert ist und wo es auch noch eine ganz andere Kampfkultur in den Massen gibt. Das wird, denke ich, sehr spannend werden, was das jetzt für Folgen haben wird. Ja, ich hatte das auch schon so ein bisschen, wie Steph, mitbekommen, dass gute Teile der Linken in Frankreich jetzt auch eine Volksfront gehen wollen. Mhm. Das Rassemblement National. Ja, das wird natürlich spannend. Cooler wäre eher sowas wie ein Generalstreik oder so, ne? Ja, dass zu einer Regierung kommt, ja, das wäre auch cool. Und das wäre in Frankreich halt noch eher was realistisch ist von Organisierungsgrad her. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass es in Frankreich einen Generalstreik gibt. Gab es ja auch bei sozialen Verschlechterungen. Spricht das nicht total eurem Telegram-Statement, dass ich, by the way, echt als Wessi-Gewäsche empfand? Ja, komm, geh mal weg mit deiner Identitätspolitik hier. Inwiefern widerspricht das? Schön wäre es, Ball in der Kiste. Ja, ich glaube auch nicht, dass es zu einem Generalstreik kommt. Also ist dann immer warum? Die Frage. Also in Frankreich gab es ja halt, wie gesagt, diverse Generalstreiks auch gar nicht so lange her. Also waschechte Generalstreiks von der Gesamten, das wäre mir nämlich neu. So. Doch, klar. Deswegen frage ich ja. Halt nur mit einem, mit jetzt keinem, also nur auf so einem Level von dann halt irgendwie 24 Stunden oder so. Ne? Also eine gesamte. Ja. Und dann halt mit einem, wo dann halt natürlich nicht die gesamte Gesellschaft halt erfasst wurde von, aber der halt als Generalstreik ausgerufen wird, klar. Ja, aber Generalstreik. Gegen Rentenerhöhung und so gab es das, glaube ich. Ja, nee, ich frage nur, weil Generalstreik ausrufen und dass das Generalstreik bezeichnet und realer Generalstreik ist immer was anderes. Aber ich kann es also vorstellen, in einer aufgeheizten Situation, dass ein Generalstreik ausgerufen wird, auf jeden Fall. So Nightmare fragt sich, wie stark eigentlich eine außerparlamentarische Opposition, eine gesellschaftliche Linke ist. Ob sich das genauso verhält wie im Parlament. Das ist halt. Ah, okay, ja, doch, ich weiß jetzt, wie du das meinst. Also ich würde sagen, dass sich das anders verhält als in einem Parlament, was die Stärke angeht. Also die parlamentarischen Parteien üben ja erstmal über einen recht langen Gesetzgebungs- und Entscheidungsweg Macht aus und vor allem sehr selten einfach nur alleinig gesehen, sondern in Koalition. Das macht eine außerparlamentarische Linke. Oder eine gesellschaftliche Linke natürlich auch, aber in den meisten Formen, je nachdem, wie sie aufgestellt ist, wenn sie jetzt beispielsweise eher direktere Aktionsformen bevorzugt, dann hat sie ja eine ganz andere Möglichkeit, da zu wirken. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass so oder so Druck auf der Straße, auch alleine schon durch Demonstrationen oder so, häufig deutlich dynamischer ist, als es dann in den Parlamenten möglich ist. Natürlich kann man kann es halt nicht direkt auch vergleichen, weil einer parlamentarischen Partei, insofern sie in Regierungsverantwortung ist, natürlich ganz andere Machtmittel einfach des Staates zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, da kann man eigentlich sagen, da gibt es einfach deutlich unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Macht dann ausgeübt werden kann. Ja, Eko, du schreibst, dass ihr euch gerade echt Sorgen um bestehende Räume macht und Sicherheit und dass es halt mehr als nur gut gemeinte Solidarität von 10 Leuten aus Dortmund im Kleinbus braucht und dass man sich irgendwie mit der SPD gut stellen müsse. Also ich glaube, ich werde nicht mit einem Kleinbus aus 10 Leuten aus Dortmund irgendwie in den Osten fahren, wenn die AfD gewählt wird. Das ist schon mal das Erste. Dann verstehe ich natürlich, also weil ich jetzt auch nicht weiß, was das bringen soll, dann verstehe ich natürlich, dass es halt jetzt ganz viele Befürchtungen gibt und ganz viele und eine wirklich ganz, ganz schwierige Situation für die Genossinnen in Ostdeutschland vorherrscht. Also das ist ja auch gar nicht so, als wenn wir das nicht sagen oder als wenn wir das irgendwie herunterspielen. Es ist halt nur wieder, um halt, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber um halt darauf zurückzugreifen, auch wenn das halt für euch gerade eine schlimme Situation ist in Ostdeutschland und bei euch wird halt nicht der Faschismus ausbrechen. Und das ist halt eben was, auch wenn in Dortmund die AfD
an die Macht kommen würde und hier eine AfD-Regierung wäre, ich würde nicht mit der SPD paktieren. Das kann ich jetzt vielleicht aus einer sichereren Position halt heraus sagen, als wie ihr das jetzt gerade könnt. Aber ich würde es halt nicht tun, weil das halt grundsätzliche Annahmen und grundsätzliche Positionen sind. Also, wenn man halt der Annahme ist, dass in Ostdeutschland jetzt nicht der Faschismus ausbrechen wird, sondern dass halt nur die Situation sich massiv verschlechtern wird, die Ausgangslage für euch erstmal. Und dass es halt auch um die Räume gefährlich wird und so weiter. Dann bedeutet das halt, dass es halt eine neue Kampfsituation entsteht, die unter schwierigen Bedingungen stattfindet, aber die ja nicht aussichtslos ist, die ja nicht hoffnungslos ist, sondern die ja auch trotz der beschissenen Lage auch eine Gegenreaktion wieder auslösen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch in Ostdeutschland wird, wenn es zu einer AfD-Regierung kommt, wird es auch eine Reaktion von unten geben. Und es wird auch dann mehr Leute geben, die halt aufwachen und sich gerade auch uns anschließen. Und deswegen ist es umso wichtiger und gerade unsere vergleichsweise nicht so gut aufgestellt, wie es sollte, aber vergleichsweise gut aufgestellten anarchistischen Strukturen in Ostdeutschland, müssen sich halt diese Oppositionshaltung zu allen bürgerlichen Parteien und so weiter beibehalten, weil genau diese Situation, wo die AfD an die Macht kommt, halt trotz der beschissenen Lage auch eine Chance ist, diesen Widerstand gegen dann diese AfD-Regierung auch anführen zu können. Ich weiß zum Beispiel, aus Dresden haben die Genossinnen erzählt, dass also generell läuft der Aufbau in Dresden ja sehr gut für uns und dass halt die anarchistische Demo halt größer war als die DGB-Demo in Dresden. Klar kann man jetzt sagen, boah, was für eine Scheiße, weil an und für sich ist es halt schlecht, dass die DGB-Demo so klein ist in Dresden. Man kann, und das ist auch so, das ist auch nicht gut. Aber gleichzeitig zeigt es auch trotzdem, wie vergleichsweise stark jetzt beispielsweise der Aufbau in Dresden im Vergleich auch zu anderen linken Kräften ist. Und das gibt uns halt die Chance, zum Beispiel in Dresden, halt eine absolute Primärrolle im Kampf gegen die AfD zu spielen. Und darum muss es doch gehen, Mann. Darum muss es doch gehen, dass trotz dieser Lage wir dann nicht die Flinte ins Korn werfen oder uns irgendwie anbiedern an die scheiß AfD, die halt überhaupt halt mit ihrer Politik und wie die anderen bürgerlichen Parteien auch und ihrer Sozialpartnerschaft dann halt sowas überhaupt hervorbringt, weil sie halt die Massen verelenden mit ihrer Politik, dann jetzt auf einmal zu sagen, ah ja, wir machen jetzt mit der SPD gemeinsame Sache. Also Leute, bitte. Und da wehre ich mich auch absolut dagegen, immer wieder diesen dummen Vorwurf zu bekommen, ja, wir sitzen hier im Trockenen und bla bla bla, so wie bei der Ukraine-Frage auch. Man kann doch auch eine andere Position halt zu was haben, selbst wenn man nicht im Schützengraben liegt oder nicht eine AfD-Regierung halt über dem Kopf hat und muss dann nicht halt gleich mit diesem Ding umkommen, so ja, hier, erzähl doch mal nicht aus deiner sicheren Position halt heraus. Ja, also es ist halt, bleibt halt auch einfach wieder dabei. Es gibt halt einfach auch unterschiedliche Kampfbedingungen und es gibt halt auch einfach unterschiedliche Probleme, die wir dann hier vor Ort haben, die dafür sorgen, dass es halt für uns auch in ganz anderen Fragen ganz schwierig ist zu wirken. Und ich glaube auch, das, was du beschreibst, das funktioniert dann aber auch wirklich nur, wenn gleichzeitig auch die radikale Linke nicht in Ostdeutschland, so wie es auch immer und immer wieder dann passiert ist, sich dann stattdessen in eine Oppositionshaltung zur Bevölkerung begibt. Weil das ist alles schön und gut, aber nur so funktioniert es dann auch, wenn, und es ist nun mal so, dass weite Teile der ostdeutschen Antifa-Szene und auch der ostdeutschen radikalen Linken vielleicht nicht immer nur durch eine antideutsche Haltung, aber zumindest durch so eine Oppositionshaltung gegen breite Bevölkerungsteile wegen ihrer rechten Tendenzen steht. Und so funktioniert es halt nicht. Und wir sehen ja da, wo es wirklich erfolgreich ist, funktioniert es halt einfach über die soziale Mobilisierung, funktioniert es darüber da anzuknüpfen, funktioniert es auch gerade in Ostdeutschland auch nochmal in einem ganz anderen Maßstab als bei uns über die Frage von Krieg und Frieden. Und das sind halt die Sachen, die man aufgreifen muss. Und dann kann auch da dieser Glücksgriff gelingen. Und es ist auch so, wenn wir uns das anschauen, so
dass es genau diese Tendenz gibt, die du auch gerade beschrieben hast. Die Trump-Präsidentschaft, das beste Beispiel. Es gibt, glaube ich, abgesehen vom Vietnamkrieg, keinen Moment mehr, in dem die breite US-amerikanische Bevölkerung so politisiert wurde in die radikale Linke, wie jetzt die Präsidentschaft von Trump. Und genau als das muss man es dann auch einfach eben sehen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, genau das wieder zu schaffen und dann aus dieser beschissenen Situation die Leute dann vielleicht auch wirklich mal wieder aus der breiten Bevölkerung eben in linksradikale Strukturen zu bringen. Weil wenn es zu einer AfD-Regierung geht, und das ist dann vielleicht auch nochmal anders, als wie es jetzt bei anderen Fragen der Fall war oder rund um Wahlerfolge von der AfD in Teilen, wenn es dann wirklich dazu kommen wird, dann hättest du jetzt wirklich auch mal ganz andere Bevölkerungsschichten, die dann wieder davon angesprochen werden. Weil das einfach deine Angst ist, die wirklich ganz viele Leute angreift und wo sie dann auch diese Auswirkung von AfD nochmal ganz anders spüren werden. Und was noch dazu kommt, obwohl ich es eigentlich eher immer ein schwaches Argument finde, aber was man trotzdem, weil es halt eher moralisch ist und so, aber trotzdem kann man es halt an der Stelle ein bisschen anführen, dass es doch wirklich so ist, dass wir in Deutschland über die letzten Jahrzehnte eine vergleichsweise große Ruhe für die radikale Linke auch hatten. So, wir konnten halt über die letzten Jahrzehnte weitestgehend tun und lassen, was wir wollten in unserer Bedeutungslosigkeit, okay? Klar gab es mal hier und da ein bisschen was auf die Mütze und natürlich ist jetzt auch die Repression in den letzten paar Jahren ein bisschen angezogen und so, aber weitestgehend, wenn man sich das mal vergleicht, man, mit halt den Situationen, wo andere Linke auf der Welt halt kämpfen müssen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dieser Batista, ja, die halt immer wieder, wo die Leute, wo halt irgendwelche Paramilitärs in deren Dörfer kommen und die halt abschlachten, so. Das muss man doch einfach auch sehen. Es ist doch halt kein Wunder, dass sich auch unsere Kampfbedingungen irgendwann in Anbetracht der Zuspitzung der Zustände, der größeren Verteilungskämpfe, der Krisenhaftigkeit dieses Systems und das alles, dass das doch was ist, was dann auch sich bei uns irgendwann dramatisiert. Natürlich ist das nichts Erstrebenswertes, aber da redet doch niemand drüber, dass das erstrebenswert ist. Du möchtest uns vielleicht auch gerade falsch verstehen, weil das sagen wir überhaupt nicht. Ich sage nur, dass es auch klar ist, dass bei uns sich irgendwann die Zustände dramatisieren und dass halt, ich finde das halt, wie gesagt, es ist halt eher ein moralisches Argument an der Stelle, aber ich finde das halt immer sehr krass, unter was für anderen, viel heftigeren Bedingungen halt Genossinnen auf der Welt halt wirklich Tag für Tag halt ihre Kämpfe weiterführen. Und das muss uns auch ein bisschen Hoffnung geben, dass es auch in Ostdeutschland jetzt nicht dazu führt, dass wir halt aufgeben sollten. Nur darum geht es. Ja, da muss man auch nochmal so klar widersprechen, hier geht es nicht um eine Verelendungstheorie. Hier geht es bei diesen ganzen Sachen nicht darum, dass wir uns das wünschen, weil hey, guck mal, das sind vielleicht die Sachen, die man daraus ziehen könnte. Es geht eher darum, dass man dann einfach begreift, was die Effekte von sowas jetzt wären. Und natürlich ist das irgendwo auch immer ein gewisses Rätselraten und ein Blick in die Kristallkugel. Aber man muss halt so gut es geht versuchen, diese Sachen halt einfach zu antizipieren, vorherzusehen und dann darauf reagieren zu können. Weil dann bleibt ja immer die Frage, was wär wirklich die Alternative? Das wäre einmal eben einfach komplett aufgeben oder das wäre alles dafür tun, egal was, und das einfach eine Verhinderung von einem Kampf von AfD zu seiner Hauptaufgabe zu machen, irgendwie mit allen Mitteln, die noch möglich sind, da reinzuwirken. Einsame Insel oder Untergrund, ja, wie das Suki beschrieben hat. Was dann aber halt auch einfach dieser Kampf gegen Windmühlen ist. Ja. So. Und das zeigt doch auch, hier Volt ex nihilo schreibt das ja nochmal, was haben wir aus dem Jahrzehnt machen können, was wir wollen, gemacht? Ja, eben nichts. Und das ist einfach das, was den Leuten jetzt, oder eher große Scheiße, die man aufgebaut hat. Und das ist halt einfach das, was den Leuten jetzt damit auf die Füße fällt. Ja. So, und das ist vielleicht jetzt auch wirklich nochmal ein, das ist es nicht nur irgendwie, sondern das ist es tatsächlich. Das merkt man ja auch daran, wie die Leute drauf reagieren. Es ist ein Weckruf. Es ist ein Weckruf. Die Leute haben jetzt, die radikale Linke hat jetzt richtig Schiss. Sie externalisiert das rein auf, ach ja, projiziert eigentlich auch die ganzen das ganze Versagen auf einfach jetzt die äußeren Umstände. Aber am Ende des Tages sind all die Probleme, die uns jetzt entgegentreten, auch Probleme, die wir einfach in den eigenen Strukturen hatten, in dem eigenen Ansatz, den wir vertreten haben.
Und wir können jetzt auch da drauf blicken und wir können sagen, oh Gott, guck mal, wie blau das ist. Guck mal, wie schwarz der Rest ist. Guck mal, wie furchtbar alles ist. Aber die Sache ist die, in dem Jammern darüber können wir halt recht wenig ändern, weil das, worüber wir was ändern können, sind unsere eigenen Strukturen, sind die eigene Arbeit, die wir machen. Und genau da ist es auch, wo unser Jammern dann wirklich hilft, weil da können wir dann drauf gucken und das müssen wir dann eben verändern. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit, nach unserem Jammern über diese Zustände dann auch tatsächlich was daran zu verändern. Weil ganz offensichtlich, so wie wir jetzt in diesem Jahrzehnt, wo wir machen können, was wir wollen, gefahren sind. Ja, Jahrzehnten. Oder in den Jahrzehnten. Ja, das ist dann wieder die Frage, wie man die Nullerjahre bewertet. Aber in der Zeit, wo wir machen könnten, was wir wollen, da hat es ja scheinbar nicht dafür gereicht, dass wir in eine so handlungsfähige Position gekommen sind, dass wir jetzt sagen können, ey, sieht gerade ein bisschen beschissener aus, aber wir wissen, wie wir darauf reagieren können. Sondern die Situation der radikalen Linken ist eher so, die Brandmauer ist gebrochen, meinetwegen, um die Metapher noch ein letztes Mal zu nutzen. Die Hütte steht in Flammen und alle Leute rennen einfach nur schreiend rum, aber finden nicht das Wasser, um es zu löschen. Ja, und jetzt, um vielleicht von dem Punkt dann auch nochmal weiterzukommen, ich würde einmal gerne auf der Karte sehen, wo der eine einzige Bezirk ist, wo die Linke noch eine Mehrheit hat. Ja, ja, ja. Ist das das da in Ostfriesland oder ist das ein anderer? Nee, das passt eigentlich nicht, das ist SPD. Kann man das irgendwo sehen? Es ist nicht so einfach, das zu finden. Ist das da unten? Nee, SPD, SPD. Weil das halt, gibt ja noch einige SPDs. Das kann eigentlich doch nicht im... Ist das da in Bremerhaven oder ist das auch SPD? Guck mal, da Bremerhaven ist dieser Streifen da. Das, ist da irgendwas? Nee, ist SPD. Ah. Weiß das irgendwie, ja, aus dem Stegreif? Das muss doch in Ostdeutschland sein. Das muss auch Ostdeutschland sein. Vielleicht Ost-Berlin oder so? Ost-Berlin. Ost-Ost-Berlin. Nee, Ost-Berlin ist stabil blau. Ja. Ost-Berlin ist gefallen. Nee, also ich glaube... Hamburg? Na, Hamburg ist auch nur... Ich kann diese scheiß Karte, da kann man nicht... sich bewegen, ohne diesen Mist zu öffnen. Das ist schrecklich. Ja, jetzt sehen wir nach Hamburg. Ja. Jetzt sehen wir deine Geografiekenntnisse. Da ist es, tatsächlich. Ja. Ui. Kleiner Grasbock. Da ist anscheinend der... Ja, das würde ich sagen, das ist recht offensichtlich, ne? 15% Volt. Grasbrock. Ja, stark, Grasbrock, weitermacht. Läuft bei euch. Ja, für die Grasbrockisierung Deutschlands. Obwohl 6% die Partei, ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Und 14% Volt vor allen Dingen. Mhm. Da, es gibt sogar in Hamburg auch einen neuer Allermüll. Oh. Da könnte man ja mal ein 1 gegen 1 machen gegen Grasbrücken, das Final klären für Hamburg. Okay, aber wir lassen uns noch mal, einmal nochmal auf die EU-Ebene gucken. Ja, wir haben ja auch noch einen Linksruck, ne? Genau. Oder einen grünen Ruck. Denn tatsächlich, wenn man auch sieht, auf der EU-Ebene ist tatsächlich minus 1 nur bei Linke. Finde ich auch ganz, ganz interessant, weil es gab tatsächlich. Zumindest für die skandinavischen Länder gab es einen Linksruck. Und zwar in Schweden, Finnland und Dänemark. Da sind auch dann tatsächlich die Grünen, ne, ziemlich stark gewesen. Genau, alles so... Die Schwedendemokraten, genau, wurden von den Grünen überholt. Ja, auf jeden Fall Volt. Immer, gerne immer im Volt. Kontakt zu bleiben. Genau. Also der so Grüne, aber auch hier zum Beispiel in Finnland, hier ist die Linke auch die zweitstärkste Kraft geworden. Kannst du da auch nochmal hier die interaktive Karte in anderen EU-Staaten? Ist die interaktiv? Mhm. Ja, genau. Da sehen wir es ja auch nochmal. Die Grünen in Dänemark. Mhm. Die stärkste Kraft. Und hier die Schweden, da sind
ich glaube, Sozialdemokraten, die stärkste Kraft. Und Portugal irgendwie auch. Ja. Partido Socialista. Oh Gott, die haben ja Namen. Kann ich nicht. Das wäre mal was für eine Folge. Sprecht mal das fünfte aus. Oder nee, das vierte. Nee. Und, boah, hier sieht man es nochmal bei Frankreich. Ich hatte mir das noch nicht genau angeguckt. Boah. 31%, das ist schon heftig. Mehr als doppelt so viel wie der zweite. Ja, ist heftig. FPÖ. Und genau, Österreich habe ich auch gehört, dass da die FPÖ Mehrheit, erste Mal knappe Mehrheit und Belgien auch. Genau. Ach so, da Flams Belang. Mhm. Wobei man bei Belgien ja sagen muss, dass das da auch dann immer noch diese krasse Nord-Süd-Flandern-Wallonien-Spaltung hat. Genau, Solar, das war, ist ja tatsächlich so, dass zumindest teilweise in den skandinavischen Ländern auch rechte Regierungen an der Macht sind. Und dass darüber auch wieder auch tatsächlich erklärt wird, dass jetzt halt die linken Parteien wieder einen Zulauf gewinnen, weil ja den üblichen Effekt halt vom Parlamentarismus, jetzt gibt es halt irgendwie rechte Regierungen, die Leute sind auch teilweise dann jetzt wieder davon angefressen und gucken jetzt eher wieder nach links. Was ist denn in Irland da passiert? Das ist auch grau, ne? Ja, Achso, noch kein Ergebnis. Ja. Okay. Ja, die sind ja nicht mehr. Ja. Ja, spannend. Aber ich finde es trotzdem auch krass, dass du siehst, wie sich auch die konservativen Parteien eben so konsolidieren konnten jetzt. Ich finde das auch wirklich sehr schwer zu bewerten, ob das jetzt ein allgemeiner Rechtstrend ist, weil ich auch einfach nicht in jedem Land jetzt so die Regierungs- und Mehrheitsverhältnisse überblicken kann, ob das so ist. Aber es zeichnet sich ja auch schon da auch eine recht starke konservative Welle an. Jetzt mal abseits auch von ID-Fraktionen. Ja, Marek, ist der Rechtsruck auf übergeordneter Ebene gewollt? Also dem würde ich auf jeden Fall sehr klar ein Nein vorsetzen, weil wenn man sich das mal anguckt, wie groß halt auch, also zumindest in Deutschland, ich kann das jetzt auch nicht für alle Länder beurteilen, aber es wird in anderen Ländern teilweise zumindest ähnlich aus sein, ja auch von relevanten Teilen der Kapitalistenklasse sich gegen die AfD im Speziellen jetzt in Deutschland positioniert wird, da muss man dann doch sagen, dass es nicht gewollt ist. Und das liegt, denke ich, vor allen Dingen daran, dass, also es gibt natürlich auch Teile der Kapitalisten, die das unterstützen, ne, aber der größere Teil halt nicht. Und das liegt halt daran, dass auf der einen Seite die Kapitalisten fürchten, dass halt Arbeitskräfte ihnen verloren gehen könnten, wenn es halt eine Verschärfung der Einreisebestimmungen und so weiter, der Migrationspolitik gibt, weil durch den demografischen Wandel es einfach sehr schwierig ist, die ganze Gewinnmaximierung noch mit rein biologisch Deutschen und der Wiederaufbaugeneration von Türken und so weiter, die gekommen sind, um uns zu helfen und Kurden und so. Die kriegen jetzt auch weniger das Kinder. Auch, und die kriegen auch Scheiße, weniger Kinder, ne? Sind ja auch schon hier angekommen. Das aufrechtzuerhalten, sondern es braucht halt auch einfach diese qualifizierten Arbeitskräfte und halt auch die billigen Lohnarbeitskräfte, die halt die Drecksjobs machen für die Kapitalisten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass halt auch relevante Teile der Kapitalistenklasse einfach fürchten, dass durch diese Machteruptionen von diesen rechten Parteien einfach die Bedingungen fürs Kapital halt zumindest teilweise auch wieder schwieriger werden könnten, weil halt diese ruhigen Bedingungen von so sozialem Frieden und so weiter, dass das halt einfach so alles so seinen Gang geht und man einfach so schön die Menschen ausbeuten kann und so weiter und so fort, dass das halt möglicherweise auch so ein bisschen aus den Fugen gerät, ne? Und das sind, glaube ich, zwei, es gibt sicher noch andere Gründe, aber das sind so zwei zentrale Gründe, warum das halt sehr stark dagegen spricht, dass es jetzt irgendwie so gesteuert ist oder gewünscht ist, dass jetzt halt die Rechten so stark Einfluss gewinnen. Ja, ich finde vor allem auch, weil du noch reinschreibst, NATO, EU, ja, das würde ich halt, also erstens finde ich das einfach eine nicht
Also habe ich jetzt keine sonderlich guten Anhaltspunkte dafür zu vermuten, dass es da irgendwie eine ganz große Verschwörung rum gibt. Das wäre mir irgendwie neu. Finde ich auch meistens einfach nicht plausibel, so Verschwörungserzählungen darum. Und das andere ist aber auch, dass auf EU-Ebene viele von den Kräften, die ja auch stärker geworden sind, auch wenn wir uns das hier mit der AfD angucken, ich glaube nicht, dass wenn die tatsächlich jetzt selbst in eine Koalitionsregierung zu ihrem Vorteil kommen würden, dass sie in irgendeiner Form und Art und Weise ihre radikale EU-Kritik auch in Macht umsetzen könnten. Und ich glaube auch, dass die sich deutlich entschärfen würde, wenn sie an der Macht sind. Aber trotzdem ist es ja einfach nicht im Interesse der Europäischen Union, gerade jetzt, wenn es um so Sachen geht wie Ausstieg aus dem Euro oder so, oder keine neuen Abgaben von Verteidigungskompetenzen oder so, dann die Kräfte zu unterstützen, die wirklich eher eine Anti-EU-Haltung einnehmen. Also ich meine, weder EU noch NATO, das sind halt Staatenbündnisse. Die sind halt davon auch gelenkt, das sind halt unterschiedliche Machtinteressen, die sich da durchsetzen. Deswegen gibt es auch eigentlich keine übergeordnete EU- oder NATO-Struktur, die jetzt sagen könnte, ich fördere oder ich fordere jetzt, dass sich da irgendwie die Rechten durchsetzen. Und deswegen, nee. Finde ich nicht sonderlich naheliegend. Okay, Leute, würde ich sagen, lass uns noch mal eine letzte Fragerunde zu dem Thema machen. Da mache ich mich auch auf den Weg. Genau, ich werde dann noch bleiben auf jeden Fall. Weil ich mache noch eine kleine Reaction alleine mit euch. Joshua ist kaputt und muss früh raus morgen. War jetzt irgendwie die letzten 3 Tage immer den ganzen Tag weg und muss dann morgens wieder früh arbeiten oder zur Uni und morgen auch wieder früh raus. Deswegen letzte, falls noch irgendwas offen geblieben ist für euch oder ihr noch irgendwas spannend findet, worüber wir noch reden können, haut's gerne noch rein. Interessant finde ich auch, nur um nebenbei, während ihr vielleicht noch was schreibt, Stabilien. Ja, sehr gut. Mit den Liberalen auf EU-Ebene, -23. Das ist auch immer, bei den Liberalen finde ich eh immer so geil, zumindest bei der FDP ist es halt auch so, dass die ja zwischendurch dann immer so komplett abkacken, so einfach aufhören zu existieren. Unter 5%-Hürde. Und dann gibt es irgendwie, eine Zeit lang wird es um die ruhig und dann aus irgendeinem Grund fangen die wieder an zu existieren und ploppen dann halt wieder so auf und sind jetzt plötzlich wieder in der Regierung, obwohl die da vorher schon so totgesagt waren. Und das ist halt auch jetzt wieder so, was ist das bitte? -23%, das ist so mega, mega viel, also -23 Sitze. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was alles dann so unter diesem Renew-Bündnis noch so da reinkommt, also auch von osteuropäischen Parteien oder so, was da landet, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch immer so ein Fall von, ne, für jeden Unmut gegenüber der alten Regierung, für jeden Wunsch oder so, gibt es dann halt irgendwie eine Partei, die dieses Bedürfnis erfüllen kann. Und ich glaube, dass gerade die Liberalen mit den Sachen, die sie anbieten, einfach seltenst attraktiv genug für eine Regierungspartei sind und meistens dann immer so diese Lücke zwischen konservativen, Rechtsradikalen und Sozialdemokraten so ausfüllen können. Ja, komm, Sese, dann machen wir nochmal zum Schluss, reden wir nochmal über die Partei, warum wir die kritisch finden. Das hat ja für ein bisschen Aufsehen gesorgt, dass wir uns da kritisch positionieren. Lieben Dank. Na, danke dir. Vegan in der Kiste. Also, das hat unterschiedliche Gründe. Also ich würde halt, bei mir ist es halt eher so. Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so eine, ist nicht mega kontrovers, so mega kontrovers ist. Also bei mir ist es eher so eine Art von so Geschmacksfrage. Ich glaube, es gibt schon auch noch so konkrete Politikfragen, aber ich finde die halt mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr lustig oder so. Es gab mal vielleicht eine Phase, wo ich das teilweise ganz, ganz nett fand am Anfang, aber mittlerweile sind die halt einfach gar nicht mehr lustig, finde ich. Bis auf ab und zu mal Sonneborn, so mit ein paar, also aber nur ganz selten. Und ich finde die einfach eher so peinlich halt. Und das ist halt für eine Partei, wo es halt vor allen Dingen um Spaß und Witz gehen sollte, eigentlich schlecht schon mal, für mich zumindest.
Und dann kommt halt dazu, dass sie halt angefangen haben, Realpolitik zu machen. Also zum Beispiel bei uns in Dortmund sind die halt tatsächlich, habe ich auch jetzt vor kurzem erst erfahren, anscheinend mit Die Linke in einer Koalition oder so. Hm. Und die machen halt nicht dieses Ding von wegen, ja, wir setzen uns da rein und machen nur Unsinn oder so. Oder wie Sonneborn es lange gemacht hat, ja, er stimmt halt immer einfach einmal ja, einmal nein, je nachdem, was halt für eine Abstimmung ist. Also einfach so wechselnd, unabhängig davon, worum es halt geht. Das hat er ja auch irgendwann aufgegeben, dass er dann gesagt hat, bei besonders wichtigen Sachen gucke ich dann halt hin und wenn meine Stimme davon abhängt, dann mache ich dann doch ja oder nein, was ja auch okay ist, aber es ist schon so dann so Realpolitik halt teilweise geworden und das finde ich dann halt für so eine Satirepartei halt besonders schlecht irgendwie und ja, der Witz ist irgendwie vorbei für mich und es ist eigentlich eher peinlich und dann ist natürlich auch von dem Verhalten der Parteileute hier auf so einer lokalen Ebene besonders viel Geschmäckle dabei. Wie ist es bei dir? Ja. Ja, klar, natürlich ist da auch persönliches Geschmäckle irgendwie bei, dass ich das dann sehr unangenehm fand, dass sie immer jeden ernsten Anlass von Demonstrationen zu irgendeinem Thema dazu genutzt haben, das irgendwie mit Witzen aufzugreifen. Aber ich finde eigentlich, na, APPD ist vielleicht auch nochmal ein Sonderfall, so was bei denen da noch dahinter steckt. Aber ich finde doch, auch wenn man so APPD-Karrieren sich dann anschaut von manchen Leuten so. Parteikarrieren, oder? Die was? Parteikarrieren. Naja, auch von der APPD. Okay, auch von der APPD, ja. Wenn man jetzt Wölfi oder so nimmt, ja. Der ist ja dann auch, glaube ich, in die SPD gegangen, mhm, in Bochum-Wattenscheid. Und ich finde, was man ja schon immer sieht, was sich hinter diesem ganzen Satireanspruch versteckt, und das hatte ich, glaube ich, auch in der Folge zum Lobbyismus schon mal gesagt, genauso wie bei diesen ganzen Satire-Magazinen, die sagen, und die ja offensichtlich das, so wie Parlament aktuell läuft, für irgendwie, ja, einen ganz großen Witz halten. Da steckt halt dann doch, wenn du mal ein bisschen bei den Leuten nachfragst, sehr viel parlamentarischer Idealismus hinter. Ja. Dass sie sich eigentlich schon, dass sie schon eigentlich sehr davon überzeugt sind, dass die parlamentarische Demokratie das beste System ist, was wir je hatten, was jetzt natürlich auch total schädlich irgendwo läuft und überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber da ist immer so dieser Anspruch hinter von, das müsste doch so. Mhm. Und ich finde es halt einfach auch eine falsche Sache. Ich finde es nicht falsch, sich über Sachen lustig zu machen, offensichtlich nicht. Ich meine, sonst wären halt viele Sachen in diesem Projekt nicht so passiert, wie sie passiert sind. Aber ich finde es falsch, das zu seinem Hauptaktivismus zu machen, als der große Klassenclown aufzutreten. Weil in den seltensten Fällen ist das, was die machen, tatsächlich richtig, greift das die Sache in der Substanz an. Was die ja eher machen, ist, die sagen, das ist zwar hier alles ein ganz großer Zirkus, aber das, was die dann ansprechen, sind halt Schönheitsfehler von diesem System. Und die wollen sich dann auch in ihrem Aktivismus einfach zu Clowns machen. Und als das sehen die Leute das dann auch. Die haben parlamentarisch verankert eigentlich dieses vage Bauchgefühl von ganz vielen Leuten. Das kenne ich beispielsweise, mein Onkel hatte das auch. Hat ganz lange SPD gewählt, absolut überzeugter Sozialdemokrat. Hat dann irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, es läuft hier doch alles die ganze Zeit einfach nur scheiße. Aber weißt du was, die Partei, die wähle ich so. Finde ich eine gute Sache, die machen sich ja über das alles lustig und das fasst einfach nur parlamentarisch diesen Unmut der vielen Leute auf von irgendwie funktioniert das, es sollte eigentlich funktionieren, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist dann halt das, wo, sagen wir mal, noch dieses linke Restgefühl in der Bevölkerung dann da rein kanalisiert wird, wo auch die Leute dann aktiv werden können, einfach nur in ein, ja, was ist dann halt noch dieser Unmut der Bevölkerung, was ist dann noch dieses rebellische Restmoment, nicht irgendwie eine Straßenmobilisierung, nicht eine kämpferische gewerkschaftliche Bewegung oder eine revolutionäre Struktur. Das ist dann halt, sich dann in einem lustigen Outfit dahinzustellen und drüber zu lachen, wie lächerlich das eigentlich alles ist. Und das Letzte, was du noch gesagt hast, möchte ich noch einmal, um das abzuschließen, hinzufügen. Die Partei ist tatsächlich auch zu etwas geworden, was halt so ein Zwischenschritt für Ausstieg aus revolutionärer Bewegung und radikal Linke ist. Ich habe halt echt einige Leute erlebt, die für viele Jahre in revolutionären, anarchistischen, linksradikalen Strukturen, wie auch immer, unterwegs waren, die dann angefressen waren aus irgendwelchen Gründen oder
ausgebrannt waren und so. Und dann gesagt haben, ah, bei der Partei mache ich noch mit, lasse ich mich vielleicht sogar aufstellen, machen wir einfach ein bisschen Klamauk. Und der Schritt danach war dann, sie hören ganz auf, irgendwas zu machen. Ich finde das total plausibel, dass halt die Partei auch einfach tatsächlich revolutionären Elan und linksradikale Energie halt in sich kanalisiert und zu Scheiße verarbeitet. Das macht ja auch mehr Spaß, sich einfach samstagmorgens ordentlich einen reinzuschrauben bei irgendeiner Demo und Scheiß halt rumzubrüllen. Habe ich ja auch gemacht, als ich Anti-D war. So. Genau, und da, ja. Daran ähnelt sich auch Antideutsch sein und die Partei total, weil Antideutsch ist auch ein richtig häufiger Grund, so ein Zwischenschritt zum Ausstieg aus radikal Linker. Nur, dass man sich halt ein Ziel vornimmt, was, ja, obwohl, nee, eigentlich hängt die Frucht da ähnlich tief, da lustige Sachen dran zu finden, radikale Linke oder parlamentarisches System. Ja, stimmt, Board Anarchist. Die Partei ist eher so Bier und Anti-D ist eher so Pep. Nur für die mit Geschmack, Koks. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich. Das sind doch schöne Schlussworte. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kurze Abmoderation von dem Teil des heutigen Streams. Dann gehen wir noch in eine Reaction zu... Gehe ich alleine noch über. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle mit dabei wart. War sehr gut besucht heute wieder. Immer so um die 50 Leute, stark. Ja, auf jeden Fall. Von mir dann schon mal schönen Abend wünsche ich euch noch. Wir sehen Sonntag, uns dann am Überblick. Sonntag, genau, beim Überblick wieder. Und genau. Hat Pink noch reingeschrieben, auf Telegram wurde die Folge für die EU für letzten Sonntag angekündigt, aber wir haben halt gesagt, weil wir mehr Zeit einfach dafür brauchen und da wir auch nochmal unseren Rhythmus verändert haben, kommt die EU-Folge jetzt einmal eben um den gängigen Rhythmus dann versetzt. Aber genau, das in zwei wird Wochen eine schöne Geschichte werden. Also nicht diesen Sonntag, sondern Sonntag danach kommt dann die EU-Folge. Genau. Ja, dann mach's gut. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.